Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin heute hier mit dem Sascha Hellinger und wir haben eine Leidenschaft, die wir gemeinsam teilen, und zwar hochwertige Düfte. Und darum habe ich eine ganz, ganz tolle Auswahl hier getroffen. Ja, und das schauen wir uns mal im Detail an und erraten so ein bisschen die Nuancen der Düfte. Vor uns steht eine sehr, sehr große Auswahl. Wir haben Duftöle beispielsweise, sowas muss man sich vorstellen, liegt ungefähr bei 600 Euro. Das ist schon sehr extremer Stuff, den wir hier haben. Und ja, um mal reinzukommen, ich hatte dir ja auch mal was von Xerchoff gegeben. Weißt du noch, was das genau war? Soprano heißt der Duft. Ja. Den habe ich mir gewünscht, den habe ich bei dir, glaube ich, auch davor mal gerochen, ja, als ich in Düsseldorf war. Orange Morange übrigens hat den Duft auch. Der ist ein bisschen blumiger und hat halt eine Riesengröße, sehr viel Volumen. Das heißt, wenn man den in so einem großen Raum dann drauf hat, wird er überall wahrgenommen. Ist ein sehr, sehr schöner Duft, den ich auch jedem Jüngeren eigentlich so empfehlen würde. Ne? Es ist halt extrem, hebt extrem lange. Also du riechst noch einen Tag später danach, würde ich behaupten. Das sind bei diesen Düften eigentlich ist das überall der Fall. Es gibt Sachen, die halt eine sehr hohe Duftölkonzentration haben, die halten dann halt länger. Es gibt extrahiertes Eau de Parfum, normales Eau de Parfum, und das werden wir aber auch gleich hier nochmal feststellen. Und was für Düfte, das würde mich jetzt mal interessieren, würdest du jetzt täglich so tragen als Basic? Ich habe drei Düfte, die ich jeden Tag tragen würde. Stärksten würde ich behaupten, das ist der hier. Der ist auch extrem lange. Vidian. Ja, ein bisschen frischer, aber sehr guter Duft, kannte ich übrigens nicht. Ich glaube, der heißt, das ist New York, wie man erkennt. Ja. Und Nico hat davon London, ich habe es von Nico übrigens. Ah, okay. Der ist schon ein bisschen ausgefallen, ne? Ja, Kilian, habe ich auch ein paar Düfte von. Das ist Bamboo Harmony, den habe ich mal verschenkt an Weihnachten. Ist ein Unisex-Duft, ein bisschen cleaner, ich finde den für den Sommer gut. Auf jeden Fall, ja. Also das Tolle bei den Kilian Parfums, man kann halt immer nachfüllen, so, da gibt es solche Kits, ist ganz cool. Aber der ist auf jeden Fall ausgefallen. Das muss, muss man mögen. Muss man mögen. Genau, gehört zu der Louis Vuitton Moët Hennessy Gruppe. Handwerklich sehr, sehr schönes Parfum. Und als letztes, womit das Schwächste, was aber immer geht eigentlich. Clean Scent. Kenne ich gar nicht. Das ist halt mehr unauffällig. Aber oh, sehr schön, sehr angenehm. Also beispielsweise, das ist jetzt ein Duft, den kann man auch sehr, sehr gut mischen, kann ich mir vorstellen. Das ist Eau de Parfum, aber sehr, sehr sanft. Also damit kann man gut arbeiten. Also das könnte man jetzt auftragen und dann beispielsweise sowas hier drüber sprühen. Der hat halt nochmal mehr Power. Und dann riechst du den gar nicht mehr. Ja. Marc, riech doch, du kannst da nichts drüber sprühen. Doch, natürlich, dann glaub mir. Okay, ja, kann man es doch machen. Das ist der Next Level Stuff. Wir fangen jetzt an. Auf der linken Seite haben wir von Tiziana Terenzi einen wunderschönen Duft, den wir auch aus dem Monte-Video kennen. Das ist halt dieses Flakon, was beleuchtet ist. Und ich lese gleich mal die Duft. Man muss doch dazu sagen, ich kenne nicht einen Duft, der hier auf dem Tisch steht. Also das ist genau wichtig. Also auch die von Xerchoff, ich kenne nur das Soprano. Ja. Und mehr kenne ich nicht. Also von daher, wir fangen ein bisschen, also man muss sich ja auch steigern. Also am Ende nehmen wir die stärksten Düfte, die halt alles blockieren. Danach wird auch nichts mehr gehen. Wir fangen jetzt ein bisschen leichter an. Und ja, vielleicht probierst du mal das. Wir müssen ein bisschen warten, sonst ist es sehr alkoholisch. Ist eigentlich alles, ist wahrscheinlich nicht alles Unisex, weil manches ist schon sehr. Ich habe ein Parfum hier dabei, das heißt Umo. Ich habe es noch nie verkauft, an niemanden. Und das ist nur für wahre Männer. Kaff ist von einem der hellsten Sterne des Sternbildes inspiriert. Kaff ist eine fruchtbare Palmoase und wie in einer Oase werden wir umhüllt und erfrischt, wenn wir diesen erquickenden Brunnen aus Harmonie und kosmischer Fülle eintauchen. Begann die Suche nach vollendetem Stil mit einer traumgleichen Reise zu den Sternbildern. Der riecht so ein bisschen wie das Gewürzfach von meiner Mutter. Nein. Na klar. Was? Ja, könnte sein. Ja, der riecht halt ultra würzig. Also ich finde zum Beispiel, ich finde den Duft für täglich gut zu tragen. Mir ist er zu frisch, sage ich dir ganz ehrlich. Ich habe ihn bekommen. Er gefällt mir jetzt nicht so extrem gut. Rausriechen würdest. Das ist super schwer, ne? Das ist super schwer. Super schwer. Leder. Leder riechst du raus. Herznote beinhaltet unter anderem Leder. Ich frage mich ja die ganze Zeit, da ist auf jeden Fall auch eine Holzsorte drin. Richtig, muss drin sein. Richtig, muss drin sein. Ja, richtig. Ey, krass, Sascha, ey, was hast du, wenn du mich fragen würdest. Wie heißt die? Ist es, ich komme nicht auf die. Also, wir lesen mal kurz vor. Wir haben als Kopfnote Iris, Bergamott, Rosa, Pfeffer, Wacholder und Ingwer. Das Pfeffer, ist die Kopfnote. Ja, das ist am Anfang, sticht das ein bisschen raus. Herznote Iris, Veilchen, Magnolie, Ambra und Leder. Das kommt dann als nächstes halt. Ne? Und als Basisnote nach einer gewissen Zeit Zedernholz, Vetiver, Sandelholz und die Tonkabohne. Sehr, sehr spannender Duft. Preislich liegt der aktuell bei 390 Euro. Geschenkt.
Das ist echt ein günstiges Parfüm. Ja. Ich kann euch eins sagen, Jeremy hätte dafür jetzt 5 Alternativen. Ja, mit Sicherheit. Also der Duft, sag ich mal, der ist noch ansatzweise, eröffnet der sich sehr, sehr vielen Leuten. Und wir machen jetzt weiter mit einem Duft, der einen etwas höheren Kontrast hat, das man so nicht kennt. Wir nehmen jetzt von Xerchow, ich liebe diese Marke schon seit, keine Ahnung, 10, 12 Jahren, wirklich, ich liebe diese Marke, ein italienisches Parfümhaus. Und wir haben hier Cruz del Sur, ja, das ist eine limitierte Serie und ich weiß nicht warum, ich habe es nicht so ganz verstanden, aber hier sind einfach, ist ein Zertifikat mit dabei und wir haben Meteoriten. Von dem Himmel ist dieser Meteorit gefallen 1947 und wir haben hier jetzt ein Parfum, das ein bisschen ausgefallener ist und ich bin mal gespannt, was du dazu sagst. Das hatte ich zum Beispiel gestern drauf und du hast es auf jeden Fall wahrgenommen. Das ist, man muss dazu sagen, Marc trägt Düfte und das kann jeder bestätigen, der Marc kennt. Marc trägt Düfte, die immer, also man kann Marc nicht riechen. Also man riecht, also egal wo du bist, man riecht. Ist das so? Und man riecht, und deine Düfte sind meistens so dominant, dass selbst wenn ein anderer in dem Raum ein Parfüm drauf hat, es dann so ist, dass er einfach kein Parfüm mehr drauf hat, weil du einfach der Einzige bist, der diesen Raum füllt. Also von wahrnehmen ist gar nicht mehr die Rede. Okay, also testen wir mal Cruz del Sur Nummer 1. Boah, ja, am Anfang geht das richtig nach vorne. Am Anfang denkst du dir, was passiert jetzt? Ist wie ein Schlag ins Gesicht, oder? Das ist wirklich, das ist doch krass, oder? Es riecht mega gut. Findest du gut? Mhm. Also ich muss sagen, Frauen haben bis jetzt, also die Lady Reactions waren, um Jeremy zu zitieren, die waren bis jetzt nicht so extrem positiv auf das Parfum. In der ersten Welle, hinten raus schon ein bisschen mehr. Also, willkommen in einem Paradies voller Fantasie. Weit oben in der Baumkrone des Amazonas duftet die Luft nach Rum, Bergamotte, leichten Traumnuancen. Mit der Machete kämpfen wir uns durch die Liane und nähern uns dem Inneren der Landschaft der Sehnsucht mit Noten aus Lilien, Zedernholz, Trockenfrüchte, Nelken, Kreuzkümmel. Die Tiere trotten durch das knietiefe Wasser, während die Sonne, die es kaum durch das Dickicht des tropischen Waldes schafft, den animalischen Geruch ihres Fells verstärkt. Hier ist die Sehnsucht nach verlorenen Zivilisationen intensiv spürbar. Wer schreibt sowas? Ey, das ist richtig hardcore. Es ist wirklich krass. Also, würde ich Parfüm anbieten, würde ich nur die Inhaltsstoffe auflisten, weil, also wie ausgefallen musst du denken, dass du so eine Beschreibung... Also ich sag mal so, ich bin froh, dass wir das Video auf Deutsch machen, denn es gibt auch diesen Text in Englisch und ich habe durchaus meine Probleme damit, das dann vorzulesen. Das ist ein Männerduft, der schon sehr viel Power hat. Ich würde ihn für den Businessbereich empfehlen. Was? 100%. Für den Businessbereich? Ja, wenn du irgendwo hingehst, dann bist du damit der Boss. Okay. Also wofür würdest du ihn tragen? Solche Düfte würde ich... Tue ich mir immer schwer. Ich würde solche Düfte nur tragen in Orten wie ein Club oder so, weißt du, wo wirklich... Aber nein, das ist, also für Club ist das hier. Da kommen wir gleich zu. Ja, da kommen wir gleich zu, aber das ist halt wirklich so stark, dass... Also das würde ich wirklich nur an Orten tragen, wo viele Menschen sind, wo dann sowieso viele Eindrücke bei... Sag ich, wenn, ja. Der Herbert Stricker hat zu mir, der ja auch der Vertreter dieser Parfums ist, der sagt immer zu mir, dass ich eine Detox-Kur brauche, damit ich mal wieder runterkomme, weil ich würde es einfach so daily tragen. Das ist krass. Ja. Wir machen weiter mit einem Duft, den ich selber noch nicht gerochen habe. Und zwar ist das ein neues Parfum, Aqua des Alpes. Ja, das ist ein bisschen ein günstigerer Duft. Von daher bin ich gespannt, wie es riecht. Es ist ja, bei dir ist ja so viel, ne? Also erstmal Aussehen flasht manche Leute. Und wenn du dann noch vorbeiläufst, dann ist es vorbei. Ja, ne? Du musst ja nicht mal vorbeilaufen. Wir haben dich gestern 10 Meter entfernt gerochen. Und der Wind ging nicht in unsere Richtung. Das ist jetzt, muss man sagen, von der Duftölkonzentration. Wir haben hier auch ein Eau de Parfum. Das heißt, die Konzentration sollte über 10% sein. Es gibt manche mal 15%, das ist nicht festgelegt. Die Flasche finde ich sehr, sehr clean. Und die Geschichte dieser Marke ist, dass es aus Österreich stammt und mit Alpenquellwasser ist. Ja, ich kenne sonst keins, der es so macht. Gefällt mir optisch sehr gut. Was hältst du davon? Es riecht auch so danach. Also ja, es riecht sauber, ne? Es riecht nach Wald. Also es ist halt ein Oud-Duft. Für 59 Euro, glaube ich, kann man da nicht viel falsch machen. Die wie heißt es? Bergamotte? Mhm. Überall drin kann es sein. Aber liest man oft. Schmecken die damit das Parfüm? Ja.
könnte man so sagen. Das sind jetzt so die Sachen gewesen, die ein bisschen so softer sind. Ne? Und jetzt steigern wir uns mal. Softer? Ja, also wir drehen jetzt mal ein bisschen auf und steigern uns. Und jetzt wird es ein bisschen abgefahren. Ich werde dich jetzt erstmal ein bisschen schocken. Mhm. Das ist von einer der ältesten Apotheken in Florenz. Einer der Düfte beispielsweise, ich trage den in sehr heißen, tropischen, klimatischen Bedingungen. Kannte ich noch von meinem Vater, der trägt diese Patchouli-Düfte sehr, sehr gerne. Es heißt Indonesian Patchouli und es hat nur eine Richtung. Es gibt nur einen Inhaltsstoff und das ist halt Patchouli. Es ist das stärkste, die stärkste Konzentration, die ich jemals gerochen habe. Von der Farmacia SS, jeder, der in Florenz ist, hat zwei Stops, die er machen muss. Einmal hier und einmal bei Santa Maria Novella. Ja, das ist ein Muss, die älteste Apotheke der Welt. Wie bitte? Eine Apotheke, die Düfte herstellt. Das war früher so, ja, man hat das früher. Krass. Bist in die Apotheke gegangen, bist im Läuferfilm rausgelaufen. Ja. Aber das ist ja auch, ne, also... Oh mein Gott, ich rieche jetzt schon. Boah, ich weiß, das ist hardcore. Manche... Manche zum Beispiel sagen, also man hat die Assoziation von einem modrigen Keller. Es geht in die Richtung, ne, Patchouli ist extrem. Ha, ne? Ist so? Ist so? Ja, ist so, ne? Ist das hardcore? Ist das krass? Also Victoria zum Beispiel, die mag es überhaupt nicht, wenn ich, mein Mann und meine Frau, wenn ich das drauf habe. Ich ziehe dann meistens beige Bekleidung an, Leinenhemd, ne, eine Chino dazu und dann das da drauf. Ich weiß, ich finde, es passt einfach so sehr. Boah, du kannst, das, ich kann bei jedem... Tempo konnte ich wirklich ansatzweise nah an die Nase gehen, das geht nicht, das geht nicht. Hardcore, oder? Das ist wirklich sehr krass. Es ist tatsächlich, finde ich, nicht mal so schlimm, es ist nur sehr stark, also es geht halt direkt in die Nase rein, so. Mm. Boah, heftig. Bitte mach mal, bitte. Es riecht nicht so schlecht. Ist auch vorbei. Also, boah, das ist doch wirklich ein wahrer Männerduft, oder? Das Ding ist halt folgendes. Ich glaube, bei dem Duft, du selber gewöhnst dich daran und findest vielleicht auch Gefallen daran, aber ich glaube, dass das bei anderen Leuten nicht so ist, weil du triffst sie nur kurz und läufst an denen vorbei und dann können die halt für den Moment nicht atmen. Ja. Das ist auf jeden Fall die reinste Form, die ich jetzt in, weiß ich nicht, seitdem ich 18 bin und dann, ich habe noch nichts Reineres gefunden. Was kostet es dann? Also der Preis für dieses Parfum liegt bei 132 Euro und das finde ich wirklich Preis-Leistung extrem fair, aber man muss natürlich, es muss einem natürlich gefallen, ne, sagen wir mal so. Also wenn dein Anzug aus der Reinigung kommt oder dein Hemd, das wird immer noch danach. Ja, ja, genau, 100%. Ja, ja. Ja, ja, 100%. Wir machen weiter, um ein bisschen Kontrast auch für die Nase zu bekommen. Gehen wir jetzt in den Clubbing-Bereich. Einer der bestverkauften Düfte aktuell ist Erba Pura von Xerchow. Die haben die Flasche geändert. Das war halt früher unter einer anderen Serie bekannt, so Spiro. Da gab es halt ein paar Probleme aktuell. Und das ist die Flasche, finde ich eine sehr, sehr tolle Farbe. So, ne? Und das ist ein Duft. Würdest du sagen, dass ich von all, wenn ich jetzt mir einen Duft holen würde nach dem Video, rein hypothetisch gesehen, am wahrscheinlichsten ist der Duft, würdest du sagen, den du jetzt aufsprühst? Oder was glaubst du, welcher Duft gefällt mir am meisten? Also entweder der hier, aber das hast du ja schon. Wenn du was Frisches haben willst, kannst du vielleicht noch Don mit Cheesepulver nehmen. Oder wenn du mal ein bisschen cooler unterwegs sein willst, würde ich dir Fars mit Oud empfehlen. Sehr, sehr weicher Duft, der aber für abends ist. Der okay. Ist, der, also ich würde mir wünschen, dass du dir den nimmst. Okay. Aber, ja. Den habe ich schon, hast du gerade gesagt. Nein, also sowas in Soprano geht in die Richtung, ist nur ein bisschen anders. Also der kommt deinem am nächsten. Das riecht unfassbar gut. Ja. Also ist halt so ein Parfüm würde ich halt einfach tragen. Ja. Ja. Ist Lakritz drin? Nee. Es muss Pfirsich sein. Also wir haben drin Orange, Zitrone, Bergamotte als Kopfnote, Herznote, fruchtige Noten, was auch immer das ist. Und als Basisnote haben wir weißer Moschus, Ambra und Vanille. Kein Pfirsich. Also das ist auf jeden Fall ein Parfüm, was ich jedem empfehlen würde, der halt also etwas jugendlicher noch ist, einen hochwertigen, langanhaltenden Duft haben möchte. Es hat eine gewisse Klasse. Für mich wäre es jetzt ein bisschen zu blumig, sag ich mal. Ich brauche stärkere Sachen. Ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Das, man muss für diesen Duft, ich glaube, das ist der süßeste Duft, den ich jemals gerochen habe. Dafür muss man diese Süße einfach lieben. Mögen, ja. Ja, also ganz klar, so jemand, der, keine Ahnung, so breit ist wie Tim, der braucht diesen Duft jetzt nicht unbedingt. Tim wollte ihn tatsächlich haben. Dann bin ich ja. Den Duft habe ich noch nie verkauft an niemanden. Er heißt Umo und wie der Name schon sagt, er ist für wahre Männer gemacht. Wir haben hier vorne aus dieser Basisserie, das ist einer der ersten DNA-Düfte von Xerchow. Ich muss dazu sagen, es fällt mir wahnsinnig schwer, weil ich mega
allergisch bin einfach. Und jetzt gerade blüht irgendwas und ich weiß nicht, was es ist, aber es macht mich wahnsinnig fertig. Dafür sollten wir etwas neutralisieren. Die Beispiele. Das riecht nach wirklich gutem Kaffee. Also ich glaube, aus diesen Bohnen kann wirklich guter Kaffee entstehen. Ja. Das ist kein gesponserter Kommentar. Nein, guck, wenn du dir die Bohnen in die Hand nimmst, da sieht jede Bohne gleich aus. Guck dir das mal an. Also es ist wirklich wunderschön. Wir machen weiter mit Hom und es wird jetzt extrem. Ich finde die, was mir viele Leute sagen, ist, dass es mehr nach verbrannten Autoreifen riecht. Was sagt Victoria dazu? Wenn ich das drauf habe, hasst sie es. Das musst du dir überlegen, du hast Düfte daheim, die du trägst und du weißt, wenn du das jetzt drauf sprühst, deine Frau hasst dich. Naja, aber guck mal, das hat ja, also ich verbinde Düfte, sagen wir mal, mit Anlässen. Beispielsweise würde ich das jetzt hier tragen, wenn es um einen wichtigen Termin geht und man einfach, sag ich mal, wahrgenommen werden muss. Das ist ein sehr fast medizinischer Duft, der halt einfach, wenn man in den Raum reinkommt, das zeigt einfach, dass man der Chef ist. Ohne Wenn und Aber. So riecht keiner und man denkt sich jetzt nicht, dass es ein sehr, sehr gut riechendes Parfum ist, sondern man merkt einfach immer, was passiert denn hier gerade in diesem Raum? Man muss dazu noch sagen, alles auf der Haut wird bei mir anders riechen. Ja. Ich rieche es gerade nur auf dem Tempo dementsprechend. Ich lese mal vor, es was ist nicht ist schlimm. Ist nicht schlimm? Es ist überhaupt nicht schlimm, finde ich. Also ich muss ehrlich sagen, du hast so verbrannte Reifen. Also kann ich verstehen, dass manche das sagen. Weißt du, was ich meine, die Assoziation? Ja. Ich würde es aber auf gar keinen Fall tragen, einfach nur, weil es mir unangenehm wäre, dass ich so krass mit dem Duft aufwalle. Okay. Und es wird hundertprozentig mit dem Duft passieren. Also wir haben hier drin Bergamotte, Limette, Orange, Mandarine, Grapefruit, Kümmel, Ingwer als Kopfnote. Dann Herznote, Lavendel, bulgarische Rose, Iris und Gewürznelken. Basisnote ist Zedernholz, komisch. Amber, Rose sogar, Vanille, Vetiver, Birke und Hölzer. Als nächstes werden wir zu einem Parfum kommen, was dir am besten wahrscheinlich auch gefallen wird. Das ist von Xerchow aus der Oud Stars Kollektion. Danach, wir bleiben jetzt einfach beim Thema Oud. Und zwar heißt es Fars. Das ist ein bisschen, das eröffnet sich den meisten Leuten, hat eine sehr hohe Duftölkonzentration. Also ich muss ganz klar sagen, das ist mein Favorite, aber der ist auch der ist 100% Unisex. Ja, ist Unisex. Aber das ist, glaube ich, der krasseste Unisex-Duft, den ich jemals gerochen habe. Also das wäre jetzt eine Sache, die du auch so nicht in deinem Programm hast. Es wäre ein Oud-Duft, der schon kommerziell ist, den ich auch blind jedem schenken könnte. Also du, bei dem Duft, von allen, die du mitgebracht hast... Ich würde mir wünschen, dass du dir den kaufst, aber ich kann verstehen, wenn du den nimmst. Sehr gut, ne? Richtig gut. Luxuriös auf jeden Fall. Ja, das also auf jeden Fall luxuriös. Wo liegt denn der preislich? Preislich haben wir hier 257 Euro. Und jetzt als letztes widmen wir uns, denke ich mal, den ausgefallensten Sachen. Das hier ist von Yas, da habe ich schon mal separate Videos gemacht. Die haben diese Oud-Hölzer für 60.000 Euro im Geschäft. Und sowas beispielsweise kostet jetzt so um die 600 Euro. Das ist so ein Oud-Öl. Der Preis wird definiert von der, ja, je nachdem wie alt das Holz ist, woraus es gewonnen wurde. Die haben Hölzer bei sich rumliegen. Genau, das kann man halt verbrennen, ne? Und das zündet man an und dann auch, ja, stellt man sich da drüber, damit die ganze Kleidung einen sehr schönen Duft. Das können wir beim nächsten Mal übrigens machen, habe ich auch sehr viel von zu Hause. Das ist ganz, ganz spannend und... Warte mal, dieses Holz, hast du gerade noch gesagt, kostet 60.000. Genau, so ein Stamm, so ein Stamm an Holz. Also das ist halt eine bestimmte Baumsorte, die dann von einem Pilz befallen wird und das ist dann gut. Wenn man das verbrennt, dann entsteht ein Öl. Okay, aber wenn das 60.000 Euro kostet... Wie oft kannst du das machen? Wie oft kannst du davon was verbrennen? Na, also du brichst ein Stück ab und dann verbrennst du das, dann war's das. Okay, also hast du das über 5 bis... Ja, kann man schon mehr machen, genau. Und daraus wird halt Oud gewonnen und wir haben hier, ich glaube, Oud aus Kalakas damals gewählt. Welches müssten wir nochmal unseren Verkäufer fragen? Jeder, der Interesse hat, in der Dubai Mall ist das netteste Personal, was es gibt. Ja, jedem kann ich nur empfehlen, da vorbeizulaufen. Ich liebe den Verkäufer vor Ort. Oh mein Gott. Was hast du da gekauft? Die erste Assoziation ist relativ animalisch. Das heißt, die Leute würden sagen, das ist für eine ungeübte Nase, sage ich mal. Man, ja. Das hat nichts mit einer ungeübten Nase zu tun. Also, wir machen jetzt das riecht nach 7. Klasse. Wir haben eine Ausfahrt und fahren nach Bayern. Okay. Wir sind am Ende dieses Videos angekommen und ich kann nur sagen, jeder, der sich für Parfum interessiert, es ist eine wunderschöne Welt und ja, ich freue mich, dass es heute so stattgefunden hat. Schaut gerne beim Sascha vorbei, es steht unten alles in der Beschreibung. Man muss auch dazu sagen, ich glaube, das ist genau dasselbe wie bei einer Uhr für Leute, die sich dafür begeistern, wenn man lange spart und dann beispielsweise mal so 250 Euro für so einen Duft ausgibt, hat man auf jeden Fall
jede Menge Spaß damit. Würde ich einfach mal so behaupten. Safe. Das sind Düfte, die nicht ersetzbar sind, wenn man die drauf hat. Alle Leute werden das wahrnehmen und appreciaten. Das ist eine tolle Sache und weniger ist mehr, Leute. Und von daher würde ich sagen, vielen Dank fürs Video und bis bald.